Und so sieht er aus, dem Uerdinger Schienenbus nicht unähnlich. Es ist der VT-217 der Karsdorfer Eisenbahngesellschaft, der hier auf der Fahrt von Weißenfels nach Zeitz im Bahnhof Luckenau einen Halt einlegt. Die Karsdorfer Eisenbahngesellschaft war ein privates Unternehmen, das Anfang der 90er Jahre aus der Werksbahn des Zementwerkes Karsdorf in Sachsen-Anhalt hervorging. Zu den größten Abnehmern mit 13 Fahrzeugen gehört die Eisenbahn Altona-Kaltenkirchen-Neumünster, kurz AKN. 11 davon werden 1993 von der Karsdorfer Eisenbahn übernommen. Die Schienenbusse sind zweiachsige Triebwagen, die von MAN in den 50er Jahren entwickelt werden. Gedacht als Konkurrenz zum Uerdinger Schienenbus. Doch die DB entscheidet sich für den Uerdinger. Den MAN-Wagen bleiben nur die nicht bundeseigenen Eisenbahnen. Von 1955 bis 1969 werden immerhin 60 Fahrzeuge gebaut. 39 davon als Trieb, 18 als Steuer und 3 als Beiwagen. Auch auf der Kaiserstuhlbahn in Baden-Württemberg sind die Triebwagen lange Zeit unterwegs. Betrieben von der Südwestdeutschen Eisenbahngesellschaft, kurz SWEG. In den 90er Jahren ist im Bahnhof Gottenheim gerade der Zug aus Freiburg mit einer V100 eingetroffen. Für die Weiterfahrt nach Balingen-Riegelort wird umgestiegen. Eine Besonderheit ist das Einachs-Deichselgestell. So ist ein größerer Radstand und damit auch eine größere Gesamtlänge als beim Uerdinger Schienenbus möglich. Auch die Laufruhe ist deutlich größer. Ab 1960 werden alle Wagen mit einer Luftfederung ausgeliefert. Die letzten planmäßigen Einsätze bei der SWEG gibt es Mitte 2009 auf der Schwarzbach- und Krebsbachtalbahn. Bei der Karsdorfer Eisenbahn wird nur bis zum Anfang der 2000er Jahre noch mit MAN-Schienenbussen gefahren. Sie werden von modernen Leichttriebwagen abgelöst. Die Unstrutbahn ist lange ein Betätigungsfeld. Im Bahnhof Freiburg steht der VT-215. Auch er stammt ursprünglich von der AKN. Die Triebwagen gab es in einmotoriger und zweimotoriger Ausführung.
Jedoch hatten die meisten zwei Motorenanlagen. Zum Einsatz kamen Motore von 150 bis 200 PS Leistung. Im Gegensatz zum Uerdinger Schienenbus mit einem von Hand zu schaltenden Sechsganggetriebe haben einige MAN-Ausführungen ein Strömungsgetriebe. Die Karsdorfer MAN-Schienenbusse werden fast alle Mitte der 2000er Jahre verschrottet. Der VT 217 steht heute bei der Dresinenbahn Berlin-Brandenburg.